Bye-bye-Stille. Nee, als ob ich so blöd wäre und 50 Euro im Schnitt wegschmeißen würde, nur weil die Stille jetzt nicht mehr gebraucht wird. Ich bin doch nicht bescheuert. Die Stille ist sowas wie eine Legende für mich unter den Bögen. Ja, und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Thema, beziehungsweise heute geht es ums Thema Bye-bye-Stille, beziehungsweise nicht direkt um die Stille, sondern so ein bisschen mehr um meine States und was sich so bei mir momentan ein bisschen getan hat. Gleichzeitig werde ich euch auch ein paar Tipps geben, was ich so empfehlen kann, beziehungsweise was man so generell, was sich bei mir verändert hat, Bezug auch auf die Bögen, also nicht Tipps von mir, weil jeder hat ja seinen eigenen, ich sag mal, Char, wie er sich skillt und so weiter und so fort. Ja, nicht lang reden, fangen wir gleich an. Also, meine alte Stille hat einen Grundschaden von 67 bis 100, beziehungsweise mit Level 41, mit 40 ein bisschen weniger, 64 bis 96 oder so etwas und 85 Schaden drin. Jeder von euch, der jetzt in letzter Zeit das Event gemacht hat, hat gemerkt, oho, da gibt es einen neuen Bogen, Sargons Schattenbogen. Das Ding hat 110 Damage, ist ja schon ein bisschen mehr, auch ein Großbogen, genau, gleiche Geschwindigkeit, allerdings, gleich steht damit dazu, minus 10% AG. Das ist ja schon mal nicht ganz so prickelnd. Also das, besonders bei Großbögen, 10% AG, das zieht ziemlich, das geht ziemlich ins Blut. Und da hat man sich natürlich erstmal überlegt, beziehungsweise habe ich mir überlegt, bringt dieser Bogen denn wirklich etwas? Ja, auch ohne den Bonus, muss ich echt sagen. Aber wirklich nur, beziehungsweise wenn man Steine nutzt, wirklich in dem großen Sinn. Ich habe mir, ja, ich habe das Event ein bisschen, ja, ich bin noch nicht ganz fertig, fehlt noch ein bisschen was, hab noch ein bisschen Zeit. Ein Tag, 18 Stunden. Mal gucken, ob ich es noch fertig bekomme. Ich habe auf jeden Fall diesen schönen Bogen bekommen. Ich habe ihn 4 Stufen hochgeglüft, was ich sagen muss. Bei solchen Waffen lohnt sich das wirklich. Ich habe damals ja auch die Stille geglüft. Aber naja, jetzt gibt es ja inzwischen ein klein bisschen besseres. Ihr seht, 5x15 Schaden. Boah, geil, ich voll der Käufer. Ich habe wieder mal viel Geld ausgegeben. Nein, ich habe die Steine alle ein bisschen zusammengecraftet. Ich hatte ja vorher schon so 10 Zehner oder so etwas. Oder nee, ich hatte 9 Zehner und 1,15 hatte ich schon vorher, den ich selbst zusammengecraftet habe. Selbst durch die Steine, die ich immer gefunden habe. Also quasi einen eigenen Stein gecraftet, nicht gekauft. Aber mal abgesehen davon, die Waffe hat 130 statt 110 Schaden plus drin, bloß nochmal den Grundschaden erhöht. Starstufe 44, also pro Stufe 5 Schaden dazugekommen, 130 plus 75 Gesamtschaden durch die Steine drin macht 205 mit dem Gesamtgrundschaden. Kommt die Waffe auf 280 bis locker 327. Das ist nicht schlecht im Vergleich zur Stille früher mit 210 bis 250 hatte die bei mir, glaube ich. Und muss man einfach sagen, damage-mäßig auch ohne die, ja, ohne den Bonus da unten mit 15 und 35 Schaden, die Waffe geht wirklich ab. Die ist wirklich Hammer. Wenn ich mal vom Aussehen, also die Werte sind klasse. Es gibt natürlich auch noch das Aussehen. Die Waffe ist her vom Standard ungefärbt. Keine Färbung ist drin. Ein bisschen lila passt jetzt gerade zu mir, weil ich auch lila bin. Allerdings finde ich die Waffe an sich her ist nicht so mein Ding. Also ich weiß nicht, euch gefällt sie vielleicht. An sich her, sie sieht schon aus wie ein Kurzbogen. Also hat nicht wirklich den Style eines Langbogens, wenn man hier guckt, die Stille, die ist ja ewig größer. Und ich finde auch, die Stille sieht tausendmal besser aus. Mein Geschmack ist es jedenfalls nicht. Mal abgesehen, naja gut, es kommt halt nicht nur aufs Aussehen an, es kommt halt auch vor allem darauf an, was die Waffe bringt. An sich muss ich sagen, eine super geile Waffe, auch mit dem Damage, der drin ist, kann man richtig viel rausholen. Das einzige Mango jetzt an der Geschichte, was ich vorhin auch schon angekündigt habe, beziehungsweise jetzt erzählt habe, 10% langsamer AG. Das zieht natürlich ziemlich an einem Langbogen. Ich habe jetzt in meinen States 1,04 AG. Das habe ich nur geschafft, indem ich hier meinen Waffenzieher, meine 5,0 auf 6,5 erweitert habe, also auch viermal. Den einen hatte ich ja schon vorher zusammengecurftet, auch richtig stolz drauf. Einen 6,5 war im Laufe der Zeit selbst gefundene Steine oder durch Andamanten im Spiel gefunden, selbst gekauft und dann quasi ohne kaufen den Stein hochgecurftet. Das ist doch mal was. Naja, 6,5er Steine sind nicht gerade billig. So viel zu dem Thema, also ein bisschen Geld kostet das schon. Ich habe es jetzt einfach mal, ich habe sie reingemacht. Bringt bei dem kurzen Kurzbogen ja dann auch ein bisschen was, aber naja, besonders weil ich früher ja auch hier, ich habe jetzt auch die Schattenpfeile rein vom Sargon, weil wenn ich mir gesagt habe, ich bin jetzt ein bisschen so in die Richtung DD gegangen, Damage-Dealer, wenn ich DD bin, dann schon richtig. Und ihr seht auch mit grün bzw. ohne, habe ich einen Grundschaden von 67 bis 850 bei 1,04, das ist schon recht. Ja, ich habe jetzt, wenn man jetzt mal auf die rechte Seite guckt, ich habe noch die alten Ringe drin.
Hier ist nicht wirklich viel Damage drin, das kannst du eigentlich knicken. Hier ist jetzt auch kein Damage mehr drin, bis auf die Waffe, die wirklich richtig gut ist. Sigirobe habe ich noch drin, die alten Ammons-Griff-Sachen, hier ist natürlich auch nichts. Ammons-Griff und hier auch Ammons-Flügel, den alten Ammon-Bonus. Also ich habe nicht wirklich Items und auch die Sargon-Teile, die haben mir viel Schaden gegeben mit dem Set-Bonus. Das habe ich alles nicht, Leute. Und ich finde dafür, dass ich hier so eine zusammengewürfelte Inventar-Geschichte habe von früher, von ein bisschen Finster und ein bisschen Sigi da und hier Yashaks Weg und da noch Ammon, also... Dafür, dass ich hier so ein gewürfeltes Inventar habe mit allen möglichen Items, ohne wirklichen, wie sagt man so schön, ohne wirklichen Set-Bonus, ist das doch ein recht guter Schaden und auch eine recht gute Crit. Ich hatte ja auch früher recht viel Crit-Probleme. Und ich muss sagen, dank den Pfeilen habe ich ja wieder ein bisschen Schaden dagelassen, aber dank den Pfeilen 64% Crit, das merkt man wirklich schon. Also 64 bis 65% Crit. Im Vergleich zu früher 50%, was die meisten auch etwa 40 bis 50% haben. 64% Crit, das tut schon wirklich derbe weh. Das ist ziemlich, also besonders beim Spielen, man muss es wirklich schon mal selbst gesehen haben. Drei Viertel aller Zahlen, eigentlich schon gefühlte 75% sind Crit. Das ist ziemlich krass. Ja, was gibt's da noch zu erzählen? Ja, ich hab schöner Damage von der Waffe. Die Speed, die -10% habe ich ausgeglichen, indem ich hier ein paar Speedsteine reingemacht habe. Dafür habe ich dann halt, muss man auch deutlich sagen, als DD, schöner Schaden. 3 von 4 Werten habe ich verwirklichen können. Ich habe jetzt einen schönen Schaden. Die Speed, naja gut. Lebenspunkte auch gar nicht mal so schlecht. Mit der Feldration zusammen auf 7.500. Widerstände, naja, ich habe nicht wirklich Widerstände drin. Der Crit, was ich auch gesagt habe, lange gar kein Crit hatte. Top, muss ich sagen. Richtig geiler Crit inzwischen. Das Einzige, was ich richtig gut, keine Blockwertung, keine Blockmenge, keine Verteidigung. Habe ich auch gerade den Köcher drin. Aber vor allem auch die Rüstung. Durch die -35% durch die Schattenpfeile ist schon ziemlich viel. Also 35% weniger Rüstung. Gut, von 2000 auf 1300 hört sich viel an. Von Prozent halt 50 auf 40 sind halt 10%, sind aber trotzdem mindestens 20% vom Grundwert aus, von 40% aus sogar 25%, und das merkt man auch beim Spielen, besonders ohne Verteidigung wird man ziemlich schnell zerkloppt, da helfen noch 7.500 Leben nicht viel. Ja, DPS generell war ich aber bei 1000 bis 1050, hier kommen wir jetzt auf ein DPS von etwa, ja, um die 900 rum, das ist nicht wirklich der Kracher, allerdings muss ich sagen, ich liebe einfach große Zahlen. Besonders bei dem Crit muss man sagen, 64% hoher Crit. Crit tut natürlich auch nochmal mit dem kritischen Schaden von 215% haben wir hier, 215,1%, nochmal den Schaden ziemlich aufwerten, also den Grundschaden nochmal ziemlich hoch nehmen. Und das haut einfach rein. Generell kann ich für jeden, der jetzt sagt, hey, Moment mal, Kurzbögen sind besser. Ja, für PvP schon. Für PvE muss ich sagen, habe ich auch viel getestet und weshalb ich auch den großen Bogen dran habe. Es gibt zwei, beziehungsweise eigentlich drei, aber mir fallen gerade nur zwei Gründe ein, weshalb die wirklich, die Großbögen, besser sind. Grund Nummer 1, Essenzverbrauch. Ihr schießt langsamer, also ihr habt eine langsamere AG im Schnitt. Meistens auch daher habt ihr auch weniger Essenzverbrauch und dadurch, dass ihr auch mehr Schaden macht und einen höheren Schaden habt, kriegt ihr die Monster schnell tot und einfach, es ist besser für den Geldbeutel und besser für die Essenzen. Und es ist, genau, Grund Nummer 2, derjenige, der es nicht so schnell mag, es ist chilliger. Ich mag es gerne. Also ich hasse es, wenn man auf der Tastatur kloppt, zum Beispiel hier jetzt schnell hier rennen und dann noch hier tak, 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 so hin und her rennen und dann hier schnell zuschlagen und dann da, bla bla. Boah, das geht für mich gar nicht. Ich, auch wenn es mit 1,04 schon recht schnell ist, man muss ein bisschen hin und her drücken, aber das ist einfach besonders auch, weil bei der Geschwindigkeit, wenn man da nicht wirklich drin ist, und auch PvP merke ich das, es passieren sehr oft Fehler, Flüchtigkeitsfehler, weil entweder der Computer eine Zahl verschluckt oder weil man nicht oft genug auf eine Taste gedrückt hat oder sonst irgendwas. Und einfach, wenn man langsam drückt, hat sein, steht hinten und haut ein bisschen auf die Monster drauf, hat ein paar dicke Damage-Zahlen, dann ist das einfach ideal. Beziehungsweise, wer mich kennt, der kennt auch mein Motto, wenn man was macht, dann richtig, wenn man Schaden macht, dann richtig. Ich hau jetzt mal rein, ihr seht schon in den Zahlen her, das ist wirklich ewig viel gelb, also das ist wirklich 3/4 aller Zahlen mindestens gelb und die Zahlen gehen bei einem normalen Crit bis zu 2,9 hoch und ich muss sagen, das ist viel. Die haben natürlich auch die Q6 hier ziemlich, ein bisschen leichter gemacht.
Also ich habe die schon komplett solo gemacht, habe dazu kein Video gebracht, haben wirklich die Lebenspunkte von den ganzen Mobs runtergezogen. Man schafft's. Also ich schaffe es mit meinen Werten momentan ohne Probleme hier durch. Dürfte schon wieder ein bisschen lacken, weil hier lackt's komischerweise immer in diesem Gebiet, auch ohne Aufnahme. Das ist ziemlich extrem. Ja, und Schäden, die dann fast alle Crit sind oder zum meisten Teil und die bis in 3000er Bereich gehen, das haut einfach rein. Dann noch wenig Essenzenverbrauch, paar Mal reinschießen, kurz zurückgehen, wieder reinschießen, das ist einfach nur geil. Ja. Ja, und ich bin jetzt halt quasi, früher war ich gerne mal ein Tank, das war damals noch, wo es als Waldläufer modern war, etwa 5.000 bis 6.000, beziehungsweise damals Level 40 und die ganzen Bären-Items noch und den ganzen Krempel. Oh, cool. Ersten Teil der Quest fertig. Bald komme ich Q2, Map 2. Kann ich bald zum Mordes? Freut euch, Leute. Ich brauche nämlich nur noch 30 Todesgeflüster und die brauchen irgendwie zu gefühlt ewig. Ja, und 5.000 bis 6.000 Leben, Bären-Items, das war damals schon richtig viel. Ohne zu kaufen gab es ja auch nur 10er-Scheine, beziehungsweise 33 Lebenssteine und nicht 75 oder 100er wie heute. Und da war es eigentlich wirklich noch als Waldläufer, da wart ihr was Besonderes, wenn ihr 5 oder 6 oder 7.000 Leben hattet. Mehr war da nicht drin, auch von den Items her nicht. Und da gab es auch kein Set-Boni und bla bla, da gab es nur Item, da gab es nur das Finster-Set anfänglich. Gut, jetzt gehe ich auch gleich drauf. Und das Ammon und mehr gab es da nicht. Das Yashaks oder keine Ahnung, wie dieses Set heißt da, das gab es da auch nicht. Gab es da nicht. Ja, und da war ich halt damals Tank. Dann bin ich zwischenzeitlich ein bisschen zwischen DD und Tank gependelt und jetzt bin ich einfach, weil ich auch die, muss man einfach sagen, langsame AG, aber dafür ziemlich viel Damage, besonders wenn man Essenzen reinnimmt, ziehen die, was man auch sagen muss, die Essenzen bringen auch am meisten, beziehungsweise noch, ja genau, das ist der dritte Grund, der mir vorher nicht eingefallen ist, wenn ihr Essenzen drin habt, je höher der Grundschaden, desto effektiver sind die Essenzen. Beispiel, ihr habt einen Grundschaden von 500 bis 600 mit einem schnellen Bogen, ihr habt einen langsamen Bogen mit 800 bis 900 wie ich, das macht 200 bis 300 Grundschaden Unterschied und bei den besten roten Essenzen machen das 1200 Grundschaden bis 1000, 1200. Jetzt überlegt euch mal, wie viel Schaden das bei euch umgerechnet ist. Das sind bei mir 3 bis 4000 Damage, 1000 bis 1200 Grundschaden. Ist es. Und jetzt ehrlich, würdet ihr bei einem Boss lieber mit 1,4 Grundschaden kämpfen oder langsam ein bisschen gechillter und lieber statt, sag mal, 10.000, 12.000, 15.000 Damage machen? Also mir würde die Antwort nicht schwer fallen. Allein schon wegen den Essenzen. Na gut, Bosse wie Mortis muss man schnell kaputt kriegen, aber selbst bei 15.000 Damage, da ist es nur eine Frage der Zeit. Ja, und halt, ja, mein Fazit jetzt. Das Video soll auch irgendwann nochmal zu Ende werden. Ihr habt ungefähr gesehen, wie das ist mit dem Bogen, wie es bei mir momentan ist. Grundschaden, nicht schlecht. Auch grüner, ohne die grünen ein bisschen weniger. Abgesehen davon, dass meine Rüstung jetzt total schlecht ist und mein Leben. Ja, ich bräuchte einfach ein paar neue Items. Und auch die Blockwerden, Blockmenge nicht vorhanden ist. Allerdings, schöner Crit, schöner Damage. Das ist das Einzige, was man als Waldläufer braucht. Wenn man einen guten Tank in der Gruppe hat, sollen die DKs tanken, die haben ja schon ein paar neue Fähigkeiten bekommen, das können die auch richtig gut. Ein Tank ist ein Tank, ein DD ist ein D. Ich bin ein Waldi, ich bin kein Tank, ich bin ein DD, ich stehe hinten und mache Damage. Und dass ich Damage mache, das sieht man ja. Zugegeben. Und jetzt an dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, an meine Items, an meine Kombis und so. Ich denke mal, es gibt nur noch wenige Leute, die wirklich mit so einem gemischten Ding wie ich hier rumlaufen, die überhaupt noch Ammon-Items drin haben, nach den ganzen Set-Boni, die es jetzt gibt. Allein wie viel Schaden es da durch die Finsterteile schon gibt, oder beziehungsweise durch die Sargon-Teile jetzt. Alter, da muss ich ja nur kurz hier reingucken. 55 Schaden und 555 Leben plus 10 Lebengeneration allein als Set-Boni dafür, dass man alle drei Sargon-Teile hat. Da denke ich mir auch, ja, so ist die Welt heute. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer geworden, was Waffen, EC und so weiter angeht. Mein Tipp noch an euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Waffen zu bekommen, kauft euch am besten die Stille nicht mehr. Das bringt es nicht mehr. Also die Stille jetzt für 50 Euro im Schnitt, 45.000 oder 42, nee, 48.000 Adamanten, lasst es besser sein. Braucht ihr nicht mehr. Aber eines muss man der Stille lassen, sie sieht geil aus. Ich finde sie einfach nur geil. Neben Herolds Schlachtbogen die zweitbeste aussehendste Waffe im ganzen Game. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss!